So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video bei Wall Street Story TV. In dem Video werde ich euch einmal zeigen, was ganz genau zu beachten ist, wenn man P2P-Transaktionen auf Binance oder auch auf BitGet durchführen möchte. Vorab erstmal, was ist überhaupt eine P2P-Transaktion? Du hast nämlich die Möglichkeit, wenn du beispielsweise USDT besitzt, kannst du diese intern in dem System, zum Beispiel bei Binance oder bei BitGet, auf eine sichere Art und Weise, wenn du denn weißt, was du machst, transferieren und dann dementsprechend direkt das Geld auf dein Konto bekommen. Ja? Wie das Ganze funktioniert, ist relativ simpel. Wir gehen einmal kurz direkt in den Bildschirm rein. Und zwar hatte ich gestern einen recht guten Trade, knapp 50k mitgenommen, habe dementsprechend ein bisschen was an USDT jetzt hier auf meinem Wallet. Und das allererste, was du bei Binance machen müsstest, wäre zuerst einmal den Transfer zu beantragen, nämlich von deinem Fiat und Spot Wallet auf das Funding Wallet. Ja, dafür nimmst du dann dementsprechend hier natürlich USDT. USDT kannst du auswählen, kannst alles rüberschieben. Das habe ich hier bereits getan und deswegen ist jetzt hier alles bei mir auch im Funding hier drin. Das Ganze befindet sich dann, das sollte hier bei Funding drin sein. Und dann kannst du hier sehen, dass ich jetzt hier aktuell 104.000 USDT auf meinem Wallet habe und die möchte ich jetzt hier gerne auszahlen. Ja? Relativ simpel, dafür kann ich einfach hier einmal auf Trade gehen, kann dann hier P2P auswählen und nachdem ich das gemacht habe, fragt er mich, möchte ich kaufen oder verkaufen? Ich möchte ja jetzt in dem Falle USDT verkaufen, deswegen gehe ich hier auf Verkauf, dann kannst du hier deine Währung wählen, in den meisten Fällen von den Zuschauern jetzt hier wahrscheinlich Euro, in meinem Fall AED und das ist halt auch mehr oder weniger fast der einzige Weg, wie du legal und sauber hier in Dubai die Möglichkeit hast, an deine Kryptos oder deine Kryptos in Cash zu umzuwandeln und das Ganze direkt auf das Konto zu bekommen mit einem extrem geilen Wechselkurs. Ja, das ist quasi so der Grund, warum ich das mache. Also das Ganze kann global interessant sein, aber vor allem hier in Dubai ist das recht interessant, weil ich halt keine andere Auszahlungsmöglichkeit derzeit habe, außer es gegen Cash zu tauschen. Aber dann hast du halt viel zu viel Bargeld und das ist natürlich auch nicht gern gesehen. Wenn du dann mit einem Haufen Bargeld zur Bank gehst und das einzahlen möchtest, dann wollen die halt ein Proof of Funds haben. Dementsprechend ist das hier für mich einfach die sauberere Alternative. So, wir befinden uns jetzt hier, haben jetzt einmal auf Sell geklickt. Das heißt, wir wollen unsere USDT verkaufen. Ich habe meine Währung ausgewählt. Das ist AED in dem Falle und kann dann hier noch eine Methode auswählen und jeweils zu der Methode muss ich natürlich auch etwas hinterlegen. Bei mir in dem Fall habe ich das jetzt bereits getan, Bank Transfer Middle East, dementsprechend kommt das direkt bei mir. Wenn du Euro auswählst, hast du halt andere, wie zum Beispiel SEPA-Transaktionen mit dabei, musst dann halt einfach nur deine Kontodaten dort einmalig verknüpfen und dann ist das Ganze gespeichert. Das heißt aber jetzt in meinem Fall, ich nehme hier Bank Transfer Middle East und habe jetzt hier oder kann jetzt hier sehen, wie viel bekomme ich denn? Wie viel hat er oder was will derjenige einkaufen? Der jetzt hier zum Beispiel möchte 200.000 USDT kaufen und bietet dafür 3,66er Wechselkurs an und so weiter und so fort. Ja, mit dem hatte ich aber schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil der halt das in Cash machen wollte. Deswegen, du musst da ein bisschen aufpassen, aber auf diese Punkte kommen wir jetzt gleich auch zu sprechen. Ja, das heißt, in diesem Falle kann ich jetzt hier sehen, alles klar, der will 30.000 loswerden, der gibt aber nur maximal bis zu 25.000 pro Transaktion frei, also die haben, kann also jetzt hier auf Sell USDT gehen, kann jetzt hier alles eintragen, in dem Falle, wie ich gesagt habe, er möchte maximal Transaktionen von 25k raussenden, dafür kriegt er von mir 6.830 USDT und sobald ich jetzt hier draufklicke und das ist halt das richtig Spannende, wird Folgendes passieren. Der Buyer kriegt ja nicht direkt die USDT, sondern die werden von meinem Funding-Konto mehr oder weniger eingefroren. Ja? Und erst nachdem ich das Geld erhalten habe, werde ich das Ganze freigeben und dann geht das zu dem anderen über. Ja, das heißt, du hast hier mehr oder weniger einen Käufer- oder auch Verkäuferschutz und das finde ich persönlich halt extrem geil und extrem sicher, aber es gibt ein paar Parameter, auf die du definitiv zu achten hast, damit du hier halt nicht komplett abgezogen bist. So, hab das jetzt Ganze mal bestätigt, hab jetzt hier einmal die Möglichkeit zu sehen, was er reingeschrieben hat. We don't accept international transfer from FAB to FAB only. Lass mich mal kurz schauen. We don't accept cash.
Don't accept third-party payments. Okay, in dem Falle habe ich direkt mal Mist gebaut. Sorry, I don't have FAP. Only ADCB. Okay, habe ich mir vorher jetzt nicht durchgelesen, ist aber kein Problem. Dann wird der das hier Ganze gleich einfach canceln. Wir können aber gleichzeitig auch zwei P2P-Transaktionen laufen lassen. Das heißt, wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal. Kann jetzt hier nochmal auf Middle East Bank Transfer gehen. Das heißt, der war derjenige, zack. Der hier sieht auch ganz gut aus. Hier siehst du halt auch noch die Completion Rate. Also wie viel Prozent der Transaktionen sind halt auch am Ende komplettiert worden. 87 Order. Kann jetzt also hier draufklicken. Jetzt schaue ich mir das mal genauer an. Only now instant transfer to UAE. You will get funds in your account. 5 min. Only transfer. No third party. Perfekt. So, das heißt, hier passt alles. Jetzt wieder dasselbe. 6832 Dollar oder USDT werden hier eingefroren. Dafür werde ich 25.000 AED bekommen. Das Ganze geben wir jetzt hier einmal in den Auftrag. Hi, thank you for placing the order. Please share your IBAN and account number. Kein Problem, das werde ich dem jetzt hier einmal zuschicken. Und es ist zwar alles schon hinterlegt, manche wollen aber trotzdessen nochmal eine Bestätigung. Das ist so ein bisschen von Buyer zu Buyer unterschiedlich. Dann schicke ich dem jetzt die IBAN einfach zu und werde dann diesen Transfer abwarten. Ganz wichtig, sobald er diesen Transfer abgeschickt hat, ja, wird er bei sich bei Binance eintragen, ich habe das Geld abgeschickt. Kann mich hier vielleicht noch eine Bestätigung schicken und wir schreiben hier so ein bisschen. Und dann habe ich die Option zu sagen, alles klar, das Geld ist angekommen oder das Geld ist nicht angekommen. Und ganz, ganz wichtig, sobald du angibst, dass das Geld angekommen ist, wird das direkt an den Käufer übertragen. Das heißt, du musst da unbedingt aufpassen, erst freigeben, wenn das Geld auf deinem Konto drauf ist. Das heißt, du schaust in deine Online-Banking-App rein oder was auch immer, nur weil dir jemand einen Screenshot schickt, bitte nicht vertrauen und einfach sagen, ah, alles klar, der hat ja jetzt losgeschickt, jetzt kann ich das releasen. Du machst das erst, wenn du in deinem eigenen Online-Banking siehst, dass das Geld auch erhalten worden ist. Ansonsten kommst du da nicht mehr dran. Und was hier extrem geil ist, wenn es irgendwie Probleme aus Käufer- oder Verkäufersicht gibt, kannst du hier auch Binance zusätzlich mit einschalten und du hast die Möglichkeit, denen einfach zu sagen, ey, hier, das und das ist nicht korrekt gelaufen, ich habe kein Geld bekommen, dann kannst du den Nachweis schicken und so weiter. Ist in meinem Fall bislang nur ein einziges Mal passiert und da hat sich Binance auch direkt drum gekümmert, da war dann also alles in Ordnung. Das heißt, Stand jetzt habe ich extrem gute Erfahrungen damit gemacht und man muss halt echt schon dämlich sein, um hier wirklich abgezogen zu werden, weil es gibt natürlich auch Schattenseiten. Es gibt dann Leute, die schicken die hier direkt ihre WhatsApp-Nummer rein, dann wollen die das außerhalb von Binance machen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, macht das immer intern in dem System, nur dann bist du geschützt. Egal, was dir jemand anbietet, besseren Kurs, das in Cash zu machen. Auf gar keinen Fall, du weißt nicht, auf wen du triffst, die wollen nicht abziehen oder was auch immer. Und deswegen diesbezüglich einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringen und dann funktioniert das Ganze hier hervorragend. Ja? Das heißt, wie gesagt, sobald ich das Cash bekomme, er wartet jetzt noch auf meine IBAN, sobald ich das Cash bekomme und er eingetragen hat, dass er es losgeschickt hat, kommt hier ein Button und dann kann ich es dementsprechend direkt, so, ich kann ihm das hier sogar jetzt schon schicken. Ich werde das, genau, das kann ich ihm jetzt hier schon schicken und ja, dann auch noch meinen Namen. So, soweit so gut. Ansonsten, der nächste Punkt ist, wie machen wir das Ganze auf BitGet? Auf BitGet ist es nahezu ähnlich. Ich mache das jetzt über Binance. Warum? Weil die Kurse noch besser sind für die UAE, weil Binance hat ja Probleme in der Dachregion. Das ist uns bewusst, ja, gerade im Futures Trading. Das heißt nicht, dass du es gar nicht verwenden kannst, aber im Futures Trading hat das auf jeden Fall seine Probleme und ist nicht für die Dachregion geeignet, zumindest für Deutschland nicht geeignet, ja. Deswegen BitGet definitiv die Alternative, aber weil Binance nach wie vor die größte Plattform der Welt ist, habe ich hier gerade mit so einer kleineren Währungen wie dem Dirham bessere Möglichkeiten, den geileren Kurs zu finden, aber für Euro spielt das Ganze gar keine Rolle, das heißt, du kannst auch hier wieder dich einloggen, auf P2P-Trading gehen, dann Euro auswählen, das Ganze hier anklicken und hier ist genau das gleiche System, denn
Ich sag mal so, BitGet ist eine extrem gute Kopie einfach von Binance und hier kannst du genau das gleiche machen. Das heißt, hier in dem Falle gehst du wieder auf Verkaufen, kannst USDT, du möchtest hier zum Beispiel deine Euros erhalten und kannst dann hier entweder SEPA auswählen, Banktransfer, SEPA Instant, was auch immer du möchtest, kannst auch mehrere Sachen auswählen und dann zeigt er hier dir direkt an, was für Möglichkeiten du hier bekommst. Ja, das heißt für 27.000, opala, das wollte ich jetzt nicht. Das heißt so, wir machen jetzt einfach mal, was auch immer du davon hast, machen wir einfach nur mal SEPA. Hier, derjenige braucht knapp 28.000 USDT und ist dafür bereit, 28.000 Euro quasi zu geben. Das heißt, das hier ist der Wechselkurs, das ist der Wechselkurs. Du kannst diese, glaube ich, auch, ja, die sind schon automatisch angeordnet von dem besten Wechselkurs auf den schlechtesten. Und ja, so kannst du das Ganze dann hier auch Schritt für Schritt machen. Brauchst natürlich hier eine KYC, deine E-Mail, Telefonnummer, Guthaben, Passwort. Wenn das alles da ist, kannst du das machen. Und wenn du das allererste Mal das Ganze nutzt, musst du eventuell nochmal irgendwelche Account-Daten hinterlegen, damit das Ganze halt auch hier dokumentiert ist. Das heißt, relativ simpel das Ganze und du kannst damit einfach auf die Schnelle innerhalb meistens von Minuten oder Stunden deine Kryptos oder deine USDT zu Cash umwandeln. Ja, in dem Sinne ist, glaube ich, alles gesagt. Wenn du noch Fragen haben solltest, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video weitergeholfen hat, weil ich sage euch ganz ehrlich, der Grund dessen war einfach, ich habe das irgendwann mal selber angefangen im P2P-Trading und ich habe mich versucht, schlau zu machen. Und es gab kein einziges Video, was das Ganze irgendwie relativ einfach, simpel und direkt erklärt hat. Deswegen wollte ich das auf diesem Wege einfach liefern. Dein David von Wall Street Story TV. Ciao, ciao.